Hier präsentieren wir 5 beste Tauchskoter-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Sea-Scooter Unterwasser Tauchskoter Wasserpropeller Scooter 300W. Das macht den Mobilitätsroller zu einem Hingucker, während man ihn vom Auto ans Wasser schleppt. Und der innere Wert macht den Mobilitätsroller auch sympathisch. Er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6 Stundenkilometer und kann auch ganze 30 Meter tauchen. Es ist daher sowohl zum Schnorcheln als auch zum Tauchen mit einem Container geeignet. Trotz der reduzierten Anschaffungskosten wurde eine leistungsstarke Batterie installiert. Er gibt den Geist nach fast 100 Minuten einfach auf. Nummer 4. Yamaha Aquascooter RDS 280 Unisex Erwachsene, 84 Watt. Das klingt nicht nach viel, aber das ist es. Zumindest, wenn man sich den Namen Yamaha Tauchmobilitätsroller anhört. Danach gibt es eine ausgeklügelte Innovation, die jede Unze Leistung besonders effektiv ausführen kann. Deshalb beschleunigt dieses Modell besonders schnell und auch man kann virtuell durchs Wasser rasen. Auch bei unserem Tauchmobilitätsroller-Test waren wir von der langen Akkulaufzeit von 90 Minuten beeindruckt. Danach dauert es etwa 6 bis 8 Stunden, bis sich das Gerät auf den Neustart vorbereitet. Die maximale Sprungtiefe beträgt zusätzlich 40 Meter, was auch für hartnäsige Experten ausreichen sollte. Und das Gewicht ist ebenfalls gut und mit 8,2 Kilogramm reduziert. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sido Tauchskoter RS 2. Der RS 2 ist eines der teureren Designs in unserer Checkliste. Dennoch ist der erhöhte Preis in jedem Fall gerechtfertigt. Außerdem bietet das Gerät hervorragende Häuser. Er wird mit einem 350 Watt Elektromotor betrieben, der Geschwindigkeiten von bis zu 6 km h ermöglicht. Letztere können angepasst und in 3 verschiedenen Geräten unterschieden werden. Die Akkulaufzeit ist trotz der enormen Leistung einigermaßen lang wie 75 Minuten. Es dauert auch nur 4 Stunden zu laden, was relativ wenig ist. Der Tauchroller kann auch in der Mitte von 40 Metern eingesetzt werden. Mit 8,6 Kilogramm wird sein Gewicht zusätzlich nur reduziert, so dass es leicht an die Küste zu bewegen ist. Nummer 2. Sublue Weizhag Mix in Weiß 2,6 Kilogramm. Und das nutzt auch dieses Design? Der Tauchmobilitätsroller erreicht eine optimale Geschwindigkeit von 5 Stundenkilometer und ist auch bei höheren Geschwindigkeiten einigermaßen leise. Seit der hohen Leistung hält die Batterie nur 30 Minuten. Wunderbare Reisende werden sicherlich viel in Bezug auf das Gadget erkennen. Ungeachtet aller Attribute ist das Gadget nach wie vor unglaublich schlank und berücksichtigt einfach 2,9 Kilogramm, die aus der Batterie bestehen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Yamaha Seascooter Unterwasserscooter 500 Li. Der 500 Li ist das Flaggschiff unter den Tauchrollern von Yamaha. Es richtet sich in erster Linie an anspruchsvolle Anwender und auch Profis, für die es spannende Reisen durch den Unterwasserglobus gibt. Das Werkzeug ist mit einem 500 Watt Elektromotor zu finden. Damit sind Geschwindigkeiten von ca. 7 Stundenkilometer kein Problem. Wie schnell Sie umziehen, können Sie jederzeit mit den 3 Gängen variieren. Auch bei der Tauchtiefe haben Sie ein hohes Maß an Freiheit. Mit bis zu 40 Meter irritiert es alles, was unerfahrene Taucher schnell bewältigen können. Auch die langlebige Batterie, die aus umweltfreundlichen Produkten besteht, hat uns gefallen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.